zusammen, heute mal ein Quickshot, denn ich habe gestern bei einem ersten Training, das ich wieder gemacht habe, mir wieder den Kopf raufen müssen. Denn ich schaue in der Zwischenzeit ganz gerne, während ich da pumpe, natürlich immer ein bisschen rum. Nicht zu guter Letzt auch für euch, was so gerade auf YouTube abgeht. Und es ist ja eine bekannte Debatte regelrecht geworden um die Trainingshäufigkeit und den Trainingssplit. Seit einigen Jahren, ja, ich würde so sagen, seit ungefähr 2 Jahren ist es recht modern geworden, science-based, wie man so schön sagt, immer darauf zu verweisen, dass man doch mittlerweile 2x die Woche trainieren kann. Und ihr erinnert euch auch, mein letztes Video ging darum und das Video davor ging darum. Und eine ganze Menge Fragen von euch gehen genau darum. 2er-Split, 3er-Split, 4er-Split, was ist die beste Trainingshäufigkeit? Wie oft darf ich denn jetzt an die Brust ran? Ist es nicht viel zu wenig, wenn man jetzt auf einmal hört, man soll nur 1x die Woche Brust trainieren? Obwohl das ein alter Schuh ist, wie ich immer wieder sage, und ihr wisst, dass ich diese Meinung vertrete, den Muskel nur 1x die Woche zu reizen, aus einer ganzen Menge Gründen, die ich bei den letzten beiden Videos, hier verweise ich nochmal darauf, schon erwähnt habe. Jetzt möchte ich mich mit euch mal ein bisschen weiter um dieses Thema kümmern. Allerdings nicht einfach nur meine Meinung nennen, sondern ich möchte euch, auch wenn das jetzt ein bisschen vom hohen Ross klingt, beibringen, selbstständig dazu denken. Das klingt ein bisschen gemeiner. Ich bringe euch natürlich nicht generell das selbstständige Denken bei, aber zumindest in dem Bereich, in dem ihr euch vielleicht etwas weniger auskennt, sonst würdet ihr diese Videos ja nicht konsumieren. Das heißt, ich möchte euch zeigen, wie ihr selbst, ohne dass ihr jetzt 10 Jahre Erfahrung habt und vom Fach seid, unterscheiden könnt und mal nachforschen könnt, was denn nun dahinter ist, wenn wir uns so manche Meinungen anhören von bekannten YouTubern, die zum Besten geben, dass man doch 2 bis 3x die Woche den Muskel reizen soll und wie man sich in diesem Dschungel manchmal auch so zurechtfinden kann, auch jenseits der Frage der Trainingshäufigkeit und dergleichen. Ich habe dann mal ein wenig nachgeforscht und auch folgendes Video gefunden von unserem netten BroZap. So manch einer von euch wird den Herrn kennen und schätzen. Und er hat am 17.01.2019, das heißt gerade mal vor 3 Monaten, dieses Video veröffentlicht. Da geht es darum, bester Muskelaufbau-Split und wie der Herr das Ganze macht. Wir wissen, wie der Herr so aussieht zu seinen Glanzzeiten. Da haben wir so etwas ganz beeindruckend oder hier im Wettkampfform. Ja, recht beeindruckend, auch wenn er recht kurz ist. Und jetzt hören wir doch mal rein, was er dazu sagt und gucken mal, was wir uns selbstständig für Gedanken machen können, um der Wahrheit etwas näher zu kommen. 5 Gründe, warum ich bei einem 2er-Split bleiben werde. Und der erste Grund, der auf jeden Fall für mich sehr entscheidend ist, ich kann mit nur 4 Einheiten jeden Muskel 2x die Woche trainieren. Bei einem Push-Pull-Beine oder bei einem 4er-Split oder bei sonstigen Splits bräuchte man dann deutlich mehr Einheiten pro Woche. Und wenn ab dem, ja, ab dieser Frequenz, sage ich mal, wenn du den Muskel 2x die Woche trainierst, dann ist vor allem das Volumen extrem entscheidend, was du pro Woche zum Beispiel bewegen kannst. Aber dazu später mehr. Ganz interessant ist es immer wieder zu erfahren, wen die ansprechen auf ihrem YouTube-Kanal. Denn so wie der Junge aussieht, ja, hat er ja schon ein bisschen Ahnung und er wird ja nicht nur zu den Lauchs da draußen, zu den absoluten Anfängern sprechen. Das heißt, er spricht hier zu einem und unterscheidet nicht, wenn du Anfänger bist, dann und wenn du Fortgeschrittener bist, dann. Nein, er richtet sich an denjenigen, der noch nie eine Hantel angefasst hat und auch an Markus Rühl. Also Markus, aufgepasst! Er empfiehlt dir ein Ganzkörpertraining oder ein 2er-Split. Und jetzt kommen wir zu einer ganz großartigen Rechnung von ihm. Aufgepasst! Und jetzt passt mal wirklich auf. Der zweite Punkt ist, man schafft eben mehr Volumen in der gleichen Trainingszeit. Warum schafft man das? Ganz einfach, weil man Supersätze machen kann. Das heißt, wenn du ein reines Push-Training oder auch ein reines Pull-Training betrachtest, dann hast du natürlich in den Satzpausen zwischen den Push-Sätzen nicht die Möglichkeit, Pull zu machen. Im Endeffekt kannst du so eigentlich ein Push-Training und ein Pull-Training fast in der gleichen Zeit absolvieren, mit den gleichen Pausenzeiten. Natürlich, klar, wenn man jetzt einen Satz macht, der dauert auch noch ein bisschen, ne? So ein Bankdrücksatz mit 10 Wiederholungen, der dauert dann seine, keine Ahnung, je nachdem wie schnell man die Übung ausführt, ich sag mal 1 Minute, und dann hat man im Endeffekt vielleicht 10 Minuten länger trainiert, aber hat 2 Einheiten in einem drin. Und wenn du genau das gleiche machen würdest und keine Supersätze einbauen würdest, dann wäre es von der Zeit genau gleich. Du machst das Gleiche und dementsprechend muss es natürlich gleich dauern. Aber wie gesagt, der große Vorteil von Oberkörper und Unterkörper ist, dass du zum Beispiel gleichzeitig Trizeps und Bizeps trainieren kannst. Gleichzeitig Rudern und Push. Ne?
oder Abzüge und Schulterrücken. Viele Kombinationen sind möglich, die deine Leistung nicht im Satz behindern, zumindest wenn du eine gewisse Grundkondition aufgebaut hast und du so natürlich extrem viel Zeit sparst. Yep. Schauen wir uns doch mal diese Rechnung ein wenig genauer an. Ach, da bin ich wieder ganz in groß. Also, was er meint im Prinzip ist, dass wenn ich einen Satz für den Bizeps gemacht habe, 12 Wiederholungen, kann nicht mehr, dann kann ich sofort eigentlich übergehen, um Trizeps trainieren. Das macht man natürlich nicht, wenn man 2 Trizeps-Einheiten hintereinander macht, 2 Trizeps-Sätze. Dann kann ich nicht einen Trizeps direkt nach einem Trizeps trainieren, klar. Sondern jetzt kann ich kombinieren und wenn die Muskelgruppen sich nicht, nur mal wenn es nicht die gleiche ist und sich nicht im Wege stehen, hey, dann kann ich doch Trizeps und Bizeps direkt hintereinander trainieren und direkt nach dem Trizepssatz eigentlich auch schon wieder den Bizepssatz und so weiter. Und muss da eigentlich nur noch ein bisschen die Pause drin lassen, die ich brauche von einer zur anderen Maschine. Geht die Rechnung denn so auf für die Leute da draußen, die vielleicht ein bisschen fortgeschrittener sind und ungefähr so aussehen wie unser Brozep hier oder auch nur halb so? Und da kann ich euch sagen, denkt doch mal selbst darüber nach. Der Junge hier, wie ich gerade sehe, schwitzt noch nicht einmal bei einem Rudersatz. Ha, macht das Training heute Spaß. Wenn ich so trainieren würde, dann glaube ich, könnte ich das vielleicht auch. Das ist jetzt am Ende seines Trainings so ziemlich schon. Die Frisur ist nicht verrutscht, keine Schweißperle auf der Stirn, ziemlich fit, der hat sogar noch den Pullover an. Leute, ich weiß nicht, ob er jemals richtig trainiert hat. Ich gehe davon aus, wenn der nun mal ja so aussieht, wie er dort aussah. Aber ich schwitze nach einem Bizepssatz. Und wenn ich den Rücken oder die Beine trainiere, dann brauche ich auch erstmal Luft zum Atmen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man keine Kondition hat, denn das ist sogar meine größte Stärke. Ich komme vom breiten Sport und vom Basketball. Nein, jeder fängt dann an zu schwitzen. Schaut euch mal Leute an, auch hier wieder, die Leute, die wirklich richtige Berge sind. Wenn ihr so einen Markus Rühl, Jay Cutler und Co. beim Training zuschaut, dann sind die erstmal erschöpft nach einem Satz, obwohl die den Sport schon seit 20 Jahren machen. Das heißt, da kann man nicht sagen, ihr müsst noch Kondition aufbauen, ihr seid das nicht gewohnt. Nein, umso mehr Muskelmasse man hat, desto eher kommt man dann auch ins Schwitzen und ins Atmen. Also, man braucht so oder so ein wenig Erholungszeit für das zentrale Nervensystem, nicht unbedingt für den Muskel. Klar, der Bizeps, der ist ausgepowert und der Trizeps ist erholt, der kann wieder ran. Aber was ist denn mit all dem dazwischen in unserem Körper? Wir müssten doch fokussiert bleiben, wir möchten uns weiterhin konzentrieren. Und wenn wir alles hintereinander abreißen und keine Sekunde Pause dazwischen haben, dann haben wir nicht diesen berühmten Fokus, von dem ja auch alle sprechen, diese Konzentration. Und jetzt gehen wir mal nicht nur von Bizeps und Trizeps aus, macht mal Kreuzheben. Also wenn der junge Mann einen Kreuzhebensatz macht und dann einfach völlig selbstverständlich an die nächste Maschine geht oder was für die Beine macht oder sonst was, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann hat er, glaube ich, noch nie einen richtigen Satz Kreuzheben gemacht. Danach bricht man erstmal zusammen. Danach sitzt man erstmal eine Minute, bevor man überhaupt wieder klar denken kann. Und das Gleiche gilt auch für Ausfallschritte, Kniebeugen und normalerweise auch für einen Bankdrücksatz, Fliegende oder sonst was. Wenn ich mit Leuten trainiere, dann schwitzen die, dann sind die fertig. Und dann brauchen die diese Pause, um alleine wieder auf einen vernünftigen Puls zu kommen für den nächsten Satz. Also von wegen, man spart sich dann die Zeit. Man hat ja dann überhaupt gar keinen Fokus mehr, wenn man von einer Latissimus-Übung direkt zur Brustübung übergeht. So ein Blödsinn. Damit könnt ihr euch doch selbst schon mal ausrechnen, ob diese Rechnung für euch ausgeht. Seid ihr wirklich Leute, die nach einem Kreuzhebensatz sofort zur nächsten Maschine können und danach nicht verschnaufen müssen und auch sich nicht neu fokussieren müssen? Gut, dann mag die Rechnung hinhauen, aber eins kann ich euch versprechen, wenn er richtig trainiert, ernsthaft trainiert und er sieht nun mal so aus, als würde er das zwischendurch auch tun, dann wird er das auch nicht können und nicht hier einer Rudermaschine ist und dabei noch ohne zu schwitzen seine Kopfhörer, die nicht verrutschen, auf hat. Mir macht es einfach auch mega viel Spaß, den gesamten Oberkörper zu trainieren und dann natürlich die Beine, zum Beispiel bei einem Push-Pull-Beine-Plan, weil mir der beste Erfolg, die maximalen Gains, eigentlich die größte Freude bereiten. Klar. Und wenn du nicht so ein Freak bist wie ich und wirklich auch die letzten 2% haben möchtest, dann ja, kannst du natürlich mehr, sag ich mal, Spaß priorisieren. So, dann ist es also der Spaß und wenn man nicht so ein Freak ist, der die letzten 2% haben möchte, dann gut, dann ist das vielleicht nichts für einen. Also, eins kann ich versprechen. Ich weiß nicht, ob er wirklich so trainiert, das bezweifle ich nämlich eben, weil er recht gut aussieht und ganz sicherlich nicht dann immer nur einen Zweiersplit hat oder einen Ganzkörper. Aber wenn er
nach Trainieren von Beinen, Rücken oder Brust noch übergeht zu Bizeps, Trizeps und ganz am Ende nach, ich weiß nicht wann, Schultern angekommen ist und da noch seinen Spaß dran hat und meint, er ist ein Freak, weil er die letzten 2% dann noch rausholt. Ich glaube, dann hat er noch nie ein reines Trizeps-Training zum Beispiel gemacht, wo er wirklich an die Grenzen gegangen ist. Und da kann man auch sagen, ja, das sind die freakigen 2%, die dann wirklich alles geben beim Trizeps-Training. Wenn er so trainiert wie dort, dann sind das sicherlich nicht die Hardcore 2%. Man kann Intensität reinbringen durch viele Übungen oder dadurch eine Übung richtig zu machen. Aber auch da kommen wir wieder auf das alte Thema, muss man sich wirklich richtig kaputt machen im Training oder reicht es auch, wenn man einfach moderat trainiert? Und das heißt ja noch nicht unbedingt, dass er damit falsch liegt mit dem Zweiersplit. Dennoch ist es eine so eine Behauptung, was Hardcore jetzt ist und was 2% ist, die mir natürlich da auch direkt wieder auffällt. Nächster Punkt, und zwar, man braucht einfach am Ende für Isolationsübungen nicht mehr so viel Volumen machen. Das ist eigentlich was Gutes, aber viele interpretieren da etwas Schlechtes hinein und sagen, nach dem Oberkörpertraining kann ich meine Arme nicht mehr richtig belasten oder meine Schultern, weil ich dann ja fertig bin und ich habe vielleicht nicht so viel Leistung. Aber warum bist du denn überhaupt in dieser Muskulatur vorerschöpft? Du hast dort natürlich schon vorher Volumen angehäuft und jeder, der das Trainingspedia hat, der weiß jetzt ganz genau, was ich erzählen werde. Volumen ist Anhäufen. Das heißt, wenn du jetzt Bankdrücken gemacht hast und eine starke Trizepsstreckung drin hast, dann hast du deinen Trizeps natürlich auch schon stark belastet. Also nicht Trizepsstreckung, sondern eine Ellbogenstreckung. Genauso, wenn du zum Beispiel eine Ellbogenbeugung hast, und wenn ich ziehe, dann ist der Bizeps natürlich stark involviert. Und das heißt wiederum, er hat schon viel Volumen abbekommen, viel Erschöpfung abbekommen. Und das heißt wiederum, du brauchst natürlich am Ende nicht mehr so viel tun. Und das ist kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Klar, wenn du jetzt ein Push-Training machst und dann Bizeps trainierst, dann ist dein Bizeps frischer. Heißt aber nicht, dass er dann dadurch besser wächst, weil du mehr Gewicht bewegst, sondern bei dem Oberkörpertraining hast du insgesamt, wenn du die gleiche Satzanzahl hast, vorher ihn ja auch schon ganz stark belastet, wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, es ist... Ich verstehe es, aber es ist nicht richtig. Schaut euch mal an, was erfahrene Bodybuilder sagen über zum Beispiel mehr Gewicht bewegen. Das bringt den Muskel meistens auch mehr zum Wachstum. Aber auch hier wollen wir wieder nicht auf Meinungen gehen, sondern denkt es euch mal selbst weiter. Angenommen, ihr würdet, und jetzt machen wir mal ein kleines Experiment, den ganzen Tag über alle 5 Minuten 10 Liegestütz machen, immer wieder, und abends dann an die Bank müssen und neue Bankdrückbestleistung bringen, würdet ihr das noch schaffen? Nein. Würde der Muskel denn genauso wachsen, denn ihr habt ja schon Volumen angehäuft? Wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich nicht einmal einen konzentrierten, richtigen Satz mache, weil ich einfach vorerschöpft bin, dann ist das ähnlich wie, kann ich noch meine Laufleistung am Ende eines Tages verbessern, wenn ich den ganzen Tag vorher auf den Beinen war und gearbeitet habe? Auch natürlich schlechter. Und da kann man auch nicht sagen, ja, ich habe ja schon Volumen in der Kondition oder im Gehen oder so etwas angehäuft. Nein, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Etwas fokussiert und konzentriert, auch nur einen richtigen Satz zu machen, während man wirklich frisch ist und der Bizeps auch frisch ist und dann einen richtigen Bizeps-Satz machen, kann wesentlich mehr bringen, als wenn der einfach nur ausgeleiert ist, weil man vorher die ganze Zeit beim Umzug geholfen hat oder wenn die Schultern schon kaputt sind, weil ich beim Tapezieren geholfen habe oder beim Streichen und dann gar nicht mehr richtig die Schultern trainieren kann. Er würde jetzt sagen, ja, aber man hat ja schon Volumen angehäuft. Aber die Schultern wachsen ja nicht gleich davon. Außerdem ist auch eine Sache der Kontrolle. Wozu versuchen wir denn, bewusst zu kontrollieren, dass wir im Kraftbereich trainieren, zum Beispiel 6 bis 8 Wiederholungen beim Schulterdrücken, um unsere Kraft dort zu verbessern. Wenn wir das zum Schluss nicht mehr machen können, weil unsere Schulter einfach ausgelaugt ist, weil wir den ganzen Tag beim, wie gesagt, Tapezieren geholfen haben, dann haben wir da aber mehr Wiederholungstraining gemacht. Das heißt, die Schulter ist kaputt, ich konnte aber nicht im Kraft- und auch nicht im Hypertrophiebereich trainieren danach, weil sie eben schon vorerschöpft ist, aber aus dem Konditionsbereich heraus. Auch dann kriege ich meinen Trainingsplan gar nicht mehr zustande. Und das widerspricht auch den meisten Dingen, die ihr bei ihm auf dem Kanal findet. Denn auch er unterscheidet bei einem Trainingsplan, ob man jetzt 6 Wiederholungen, 10 Wiederholungen oder 15 Wiederholungen trainiert und kennt auch den Unterschied. Und wenn ich jetzt 100 Wiederholungen, das heißt mal einfach Liegestütze, ganz viele vorher gemacht habe, und dann zur Bank gehe, klar kann ich dann nicht mehr das gleiche Gewicht drücken, aber es ist nicht das gleiche Resultat. Meine Brust wächst vielleicht nur, wenn ich von 6 bis 10 Wiederholungen trainiere. Also was
zum Teufel erzählt er da? Und das könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Schaut euch mehr Videos auf seinem Kanal an. Jetzt möchte ich damit klar ausdrücken, ich finde nicht, dass er keine Ahnung hat und das geht ja auch nicht gegen ihn persönlich. Ich denke nur, dass dort einige Widersprüche drin sind, gerade für den normalen, fortgeschrittenen Fitnessbesucher und Trainierenden, der einfach hier nicht mehr irgendeine konsequente Logik raus erkennen kann. Und ich kenne auch nicht viele Videos von ihm. Deswegen können wir auch gerne zusammen einfach nachforschen. Schaut euch mal ein paar andere Videos an. Guckt mal, wie er sonst trainiert. Guckt mal, ob er einen Unterschied macht zwischen 6 Wiederholungen und fokussiertem Training, ob er auch mal von Fokus redet und von Frischsein oder ob es wirklich völlig egal ist, was man am Tag gemacht hat, wie viele Wiederholungen man gemacht hat und er das zu Volumen zählt. Ich glaube, ihr werdet selbst merken, wenn ihr nachforscht und auf verschiedene Videos klickt, dass dort ein Widerspruch ist. Und das ist jetzt der erste Punkt, wo ihr selbst feststellen könnt, wenn ihr von einem bestimmten YouTuber oder Fitnessguru dann eben mehrere Videos guckt, ob es weiterhin konsequent bleibt, was er dort redet. Und hier meine Erfahrung, aber das ist wieder meine Meinung, ganz klar nein. Der Muskel muss frisch sein und dann kann ich frisch mich konzentrieren und ganz gezielt an die Wiederholungszahlen gehen. Wenn der Muskel völlig ausgelaugt ist, weil ich den am Tag vorher schon benutzt habe oder im Training vorher, dann kann ich überhaupt nicht die gleiche gezielte Reizung einsetzen. Und das ist es letzten Endes. Wir wollen den Muskel immer zu einem Wachstumsreiz animieren und nicht einfach nur auslaufen. So, jetzt gehen wir aber mal direkt zum nächsten. Denn wir haben ja eine ganze Menge, die so ein bisschen science-based mir widersprechen würden und sagen würden, nein, wir trainieren den Muskel 2-mal die Woche und das ist ganz wichtig und am besten dann natürlich im Zweiersplit, denn wer kann schon im Dreier- oder Vierersplit dann trainieren, denn davon gehen die dann auch nicht aus und dann 6 bis 8-mal die Woche zum Training gehen. Schauen wir uns doch mal den netten Herrn Smart Gains an. Auch zu dem haben wir etwas gefunden. Zack, da sind wir. Und was sagt er denn zum Trainingssplit? Fakt Nummer 1, wir haben eine Proteinbiosynthese, die ist nur 2 bis 3 Tage nach einem Training noch aktiv. Damit wir die Proteinbiosynthese bestmöglich ausnutzen, sollten wir Muskelgruppen 2-mal pro Woche trainieren. Also Muskelgruppen mehrmals pro Woche zu trainieren, man redet hier von einer erhöhten Frequenz. Jeder von euch hat es wahrscheinlich schon mal gemerkt, dass wenn er gerade richtig die Brust trainiert hat oder den Rücken oder was auch immer, dass er am nächsten Tag vielleicht Muskelkater hat, vielleicht noch am Tag danach. Ich habe ein bisschen mehr Muskelkater, ich habe immer wieder Probleme mit der Regeneration. Aber dass man eigentlich schon nach 2 bis 3 Tagen, erst recht, wenn man schon länger im Training ist, wieder einsatzfähig ist, weil man auf einmal merkt, oh, ich spüre die Brust nicht mehr, ich könnte wieder. Und dann geht das schlechte Gewissen los. Soll ich heute nicht die Brust trainieren? Dabei steht Beine auf dem Plan und so weiter. Jetzt gibt es aber folgendes Problem und davon hat eigentlich schon jeder mal gehört, der mal ein Buch in die Hand genommen hat oder der auch schon diese Erfahrung gemacht hat. Ihr hättet vielleicht wieder die Brust trainieren können oder den Bizeps trainieren können oder den Rücken. Und vielleicht könnt ihr das alle 2 bis 3 Tage machen, weil die Proteinsynthese ja den Muskel dann wieder bereitstellt. Aber der Muskel ist das, was am schnellsten regeneriert nach einem Training, am schnellsten sich anpasst. Und dann können wir weiter trainieren. Aber wir haben noch eine ganze Menge andere Dinge, die involviert sind. Unser ganzer Körper ist ja involviert und nicht nur die Muskeln. Und das ist eine ziemlich einseitige Betrachtung. Vor allem sind unsere Gelenke, unsere Sehnen alle noch mitbeteiligt. Und diese sind weitaus schlechter durchblutet als der Muskel und führt dazu, dass sie weitaus langsamer regenerieren und wesentlich mehr Zeit brauchen. Auch das habt ihr alle schon erfahren, wenn auch nicht selbst. Ihr seht so viele Leute da draußen, die Probleme mit ihren Armgelenken haben, gerade vom Bizepstraining. Wie kommt das? Ist der Bizeps etwa der schwächste oder ist das Armgelenk, ist der Ellenbogen der schwächste Teil? Nein. Aber man neigt dazu, wesentlich mehr den Bizeps zu trainieren, wie ihr wisst da draußen. Und beim Rücken ist zu 100% der Bizeps dabei. Das heißt, immer wenn es in diese Zugbeuge geht und der Bizeps involviert ist, und das kommt dann 2 bis bei manchen Leuten sogar 6-mal die Woche vor, dann kommt es eben zu großen Problemen in den Sehnen. Und dann tragen sie immer die Ellbogenschoner, haben Probleme, müssen Schmerzmittel nehmen und so weiter. Das gleiche gilt für Kniegelenke und natürlich für alles andere, denn die erholen sich deutlich schlechter. Also angenommen, wir haben 2 bis 3 Tage für den Muskel an Erholung. Und jetzt verlassen wir so ein bisschen den wissenschaftlichen Bereich. Wenn ihr irgendwelche Tabellen dazu findet, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, finde aber keine mehr, dann reicht sie bitte nach und ich werde es gerne nachholen und ein Video noch darüber machen.
Die Gelenke und die Bänder und die Sehnen erholen sich deutlich, brauchen deutlich länger. Und diese werden auch wieder neu gereizt. Angenommen, ihr habt an Tag 1 den Rücken trainiert und trainiert an Tag 2 Brust und den Bizeps, dann habt ihr wieder teilweise die gleichen Gelenke gereizt. Das heißt, da haben wir schon die Regeneration unterbrochen. Und dann wollt ihr am dritten Tag wieder das Gleiche trainieren. Wieder den Rücken und danach wieder den Bizeps und so weiter. Das heißt, ihr seht, wir kommen hier niemals in eine Erholungsphase und wo das hinführt, könnt ihr euch vorstellen. Wir müssen auch darauf achten, dass sich das erholt, auch das zentrale Nervensystem. Trainiert einmal eine richtig harte Beineinheit, wo ihr richtig, richtig fertig seid danach. Und ja, jetzt kommt es wieder, man sollte doch nicht so hart trainieren, aber trainiert sie auch nur so, dass ihr einen Muskelreiz setzt. Wenn ihr keinen setzt, dann gilt das nicht. Wenn ihr den setzen könnt, indem ihr nicht so erschöpft seid, bitte. Aber dann seid ihr nicht so einsatzbereit am nächsten Tag, wie wenn ihr 2 Tage warten würdet. Das könnt ihr besonders dann testen, wenn ihr meint, ihr werdet zu 100% erholt und könntet nach dem Beintag locker die Brust trainieren. Ist ja auch ein ganz anderer Muskel. Dann macht das doch mal, dass ihr 7, 8, 9, 10, vielleicht 20 Mal hintereinander die Beine trainiert. Und guckt, wie es euch dann geht. Wenn ihr zu 100% immer erholt wäret danach, dann könntet ihr durchgehend trainieren. Oder, wenn die Muskeln sich nun mal nicht in der Zeit erholen, dann trainiert doch einfach mal jeden Tag. An einem Tag Beine, dann Rücken, dann Brust und so weiter. Und das macht mal 4 Wochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch dann nicht mehr so gut geht. Ihr werdet schlapp, müde und so weiter und kommt ganz, ganz schnell ins Übertraining. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch 4 Wochen durchhält. Und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache. Auch hier habe ich mal wieder überprüft, ob das, was er selbst sagt, und das können wir wieder alle selbst machen, denn so stimmt. Wenn also unser Benny ein Zweiersplit macht, das bedeutet, dass er Rücken zusammentrainiert mit mindestens 2 anderen Muskeln, entweder mit ein bisschen was vom Bein oder mit dem Bizeps noch zusammen oder mit den Schultern zusammen, was auch immer, dann müsste ja sein Rückentraining relativ gering ausfallen, denn auch er wird nicht 3 Stunden im Studio abhängen. Und da können wir das jetzt mal überprüfen. Auch das weiß ich nicht. Ich bin kein Experte für Benny und für Smart Gains. Findet ihr Videos, wo er sagt, dass man länger als 1,5 Stunden im Studio sein sollte? Oder empfiehlt er auch irgendwo 1 bis 2 Stunden Training? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das tut. Und was ich mal nachgeguckt habe, ist, wie bei ihm ein typisches Rückentraining aussieht. Also suchen wir doch mal zusammen nach einem Rückentraining von ihm. Sobald ihr Rücken und Smart Gains eingebt, kommt ihr so ziemlich schnell zu diesem Video hier. Hochgeladen am 23.07.2018, also im letzten Jahr. Rückenworkout, komplettes Rückentraining. So, dann gehe ich davon aus, dass das ein Rückentraining ist, das er jetzt nicht nur einfach gemacht hat für YouTube, sondern dass so ein Rückentraining bei ihm aussieht. Und auch er ist ja ein ziemlich mächtiger Kandidat vom Körper her. Und wenn ich jetzt so da durchgehe, durch sein Rückentraining und durch die Rückenroutine, dann stelle ich Folgendes fest. Er fängt an mit der ersten Übung. So, ihr seht schon, ich drehe, wenn ich ziehe, die Ellenbogen nach innen rein. Hier beschreibt er den Latzug. Hypertrophietag, 8 bis 10. Am besten die Stange nicht gegen den Kopf. Und wir testen mal unser Programm. Oh, jetzt habe ich es verraten. Für 8 bis 10 Wiederholung. Das heißt, hier geht er schon wirklich auch an gewisse Gewichte ran. Sieht man da ja auch. Der Junge scheint auch ein bisschen mehr zu schwitzen als unser Brosek. Tiefer Row. Gestützt. So, er hat 3 Sätze, 8 bis 10. Jetzt macht er 3 Sätze von der nächsten Übung. Wir haben gerade Obergriff gezogen. Wenn wir jetzt so einen Obergriff ziehen würden, die Schrägbank wird halt vermehrt, obere Phase Muskeln. Ja. Können wir mit Spannung drauflegen, lösen, ja. Dann ist ein ganz Herz. Brust raus. Wir haben eine Testphase gerade. Wir haben uns überlegt, ob wir es sogar mit 4 Sätzen anfangen. Mhm. Aber wir haben beim Latzug schon 5. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wenig das Volumen. 5 Sätze für den Latzug. So, jetzt sind wir hier bei der dritten Übung. Wir haben jetzt schon 5 Sätze Latzug plus 3 Sätze vom Ruder. Dann in den kompletten gestreckt sein. 3 Sätze, 10 bis 12. Also, ihr habt schon gesehen. Erste Übung 5 Sätze, weil wir von oben gezogen haben. Da haben wir 8 bis 10 gemacht, 2 Übungen, 8 bis 10, jetzt gehen wir auf 10 bis 12. Und vierte Übung, wird praktisch dann noch eine Übung am Kabel sein.
Und ganz als Abschluss machen noch eine richtig coole Übung. Dann nur noch Hammer Curls. So, und jetzt macht er noch also zwei Übungen, wie ihr seht, für den Bizeps hinterher. Also, wir haben jetzt daraus schlussfolgern können, dass der junge Mann Bizeps und Rücken kombiniert. Und wenn er Bizeps und Rücken kombiniert, dann haben wir noch vier Muskelgruppen, die übrig bleiben. Und wenn man jetzt auch mal nach der Logik geht, den großen Rücken kombiniert er mit dem kleinen Muskel, den Bizeps, wird er Brust und Beine auch kombinieren, weil er müsste jetzt bei einem Zweiersplit, müsste er jetzt Beine, Brust, Schultern und Trizeps trainieren. Wenn ihr ein Video findet von ihm, wo er das macht, okay, dann hat er einen sehr seltsamen Zweiersplit, gehe ich aber nicht von aus. Wenn er jetzt jeden Muskel zweimal die Woche trainiert und zumindest diesen Dreiersplit hat, müsste er schon sechsmal ins Studio gehen. Und auch hier seht ihr, welches Volumen er reinbringt. Er macht so viele Sätze und so viele Übungen und macht dann, und das für den Rücken. Das halte ich für gut und für normal und für sinnvoll. Und das ist ja auch immer mein Ausgangspunkt, was ich den Leuten klar machen möchte. Um den Rücken ganzheitlich zu trainieren, reicht es nicht nur zwei Übungen zu machen, zu rudern und dann vielleicht einen Latzug zu machen und das war's. Gerade wenn man so aussieht wie er, dann wird das nicht reichen. Dann braucht man schon ein bisschen mehr, weil das eine sehr komplexe Muskulatur ist. Und wir sehen, er macht das auch. Aber jetzt frage ich mich dann doch wirklich, wenn er einen Zweiersplit macht, wie dann der andere Tag aussieht, oder wenn er einen Dreiersplit macht, ob er wirklich sechsmal trainieren geht und wie er es dann mit den freien Tagen hält. Auch das prüft es einfach mal auf dem Kanal. Wie gesagt, hier geht es darum, dass wir das zusammen ergründen und dass ihr einfach mal schaut, wie konsequent die Leute sind in dem, was sie dort sagen. Und damit möchte ich auch schon allgemein zu dem kommen, was ich euch gerne mal empfehlen möchte. Schaut euch mal von allen Bodybuildern was an. Natürlich werdet ihr von Markus Rühl und von Matthias Botthoff und so weiter, von den Oldschool-Bodybuildern, auch Tipps bekommen, die meistens abgestempelt wird unter Oldschool. Und eigentlich müsste ich mich da ja jetzt einreihen, eigentlich scheine ich auch Oldschool zu sein, wenn ich sage, einmal die Woche trainieren, hart trainieren, immer bis zum Ende gehen und so weiter. Science-based sagt man was anderes. Aber schaut euch doch mal an, all diejenigen, die das empfehlen. Auch Misha hat ja empfohlen, einen Zweiersplit zu machen. Push, Pull oder Oberkörper, Unterkörper, was auch immer. Und dann sucht doch mal da wieder nach einem Rückentraining von ihm. Ich wette, ihr werdet das Gleiche feststellen. Der wird nicht Rücken und danach noch Beine trainieren. Und wenn er mal richtig hart trainiert und guckt auch mal, ob die mal Videos dabei haben, wo sie damit prahlen, wie hart sie trainieren und richtig fertig sind, ob die dann wirklich noch Platz haben, Kniebeugen danach zu machen oder so etwas. Ihr werdet sehr schnell auf die Rechnung kommen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und da werdet ihr selbst drauf kommen. Da braucht ihr gar nicht mich und wieder sagen, jetzt hat der Sascha schon wieder eine andere Meinung. Ja, okay, vielleicht vertraue ich ihm mehr. Ihr müsst gar nicht vertrauen. Sucht selbst danach. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen nachgeguckt. Und ja, fairerweise muss ich dazu sagen, vielleicht erklärt sich das auch irgendwo in seinen Videos. Ich glaube es aber nicht. Ich habe nur nach einem Rückenvideo gesucht und habe schon meine Antworten gefunden. Genau die, die ich erwartet habe. Er wird dort nicht noch Beine nachhängen oder sonst was. Hat er auch nicht gemacht. Und dann frage ich mich eben, wie sie dann wieder zurückkommen und auf die Schlüsse kommen, alle 2 bis 3 Tage einen Muskel wieder trainieren zu können, wenn sie das schon zum Besten geben. Also, denkt einmal selbst über diese Thematik nach, prüft das einmal von den Leuten, wo ihr glaubt, dass diese euch ganz gute Fitness-Tipps geben. Und wenn die euch mal den Tipp gegeben haben, macht ein Zweiersplit oder Ganzkörpertraining, schaut einfach mal, ob die das auch wirklich machen. Meine Behauptung ist, jeder, der halbwegs so aussieht wie ein Brozep oder ein Benny, ein Smart Gains, und die sehen ja weitaus krasser aus als ich, wenn die auf die Bühne gehen und wenn die sich dafür vorbereiten, der wird doch wieder Oldschool trainieren. Entweder macht er das hinter verschlossener Kammer, um das bloß nicht zu zeigen, oder sie haben schon mal Videos davon gemacht, wie sie einen Hardcore-Brusttag machen, wo die 4 Übungen machen, 4 Sätze machen, völlig fertig sind, starke Gewichte heben. Und dann werden die ganz sicherlich nicht 2 Tage später das Gleiche wieder machen oder 3 Tage später. 100%ig nicht. Und ich weiß nicht, warum sie das nicht erzählen oder ob sie immer glauben, dass sie sich mit euch an Anfänger wenden. Denn ja, ein Trainingsbeginner, dem habe ich ja auch in meinen vorigen Videos gesagt, der wird die Brust gar nicht so platt machen können, dass er 3 Tage später nicht wieder ran kann. Und das zentrale Nervensystem wird darunter nicht leiden, wenn er nur 40 Kilo Bankdrücken schafft. Aber richten die sich wirklich nur an Anfänger? So, das musste ich mal loswerden. Könnte jetzt auch wieder ein längeres Video sein. Ist aber ein reiner Kommentar nur dazu. Schaut's euch an und dann bis die Tage. Hoffentlich mal wieder zu einer anderen Thematik.